So, weiter geht's mit dem guten Diaz. Beziehungsweise einer Mission für ihn. Angebot und Nachfrage. Eject, plastic crap! You're doing this to me? Who do you think you are, you piece of plastic shit? Oh. Die Frage ist, womit redet der? Bro, you! What the fuck? It is my favorite El Burro movie. It's died. What else can I do? It's probably not plugged in. What? Damn. No man. Buy 100 more. Ja gut, der Film sowieso ist klar, da haben wir schon. Each month, a freelancer sails into Vice City and moors his yacht. He sells his cargo to the first boat. I want you to take the speedboat and beat all the other shitheads to it. Then you bring the cargo here. Okay? So, begib dich zum schnellsten Boot am Pier. Okay, die Mission hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Ich glaube, ich weiß, welche das ist. Aber, oh, bitte nicht das Rennen. Bitte nicht das Rennen, aber hoffentlich nicht. Wir fahren bestimmt das Rennen. Oh ja, mit der Mission. Mit der Mucke dabei. I'm just saying, you need to let me in there, my man. Now you can feed me all this lonely tough guy, but I know one day I'm gonna save your ass, and you're probably gonna wanna kiss me. Wacko. Nicht wirklich, Lance. So, wir müssen zur Yacht oder was? Zeig mal, dann kann ich die Tür. Sehe nicht. Warte mal, das war keine Absicht. Scheiße, ich muss gerade gucken. Ich muss mal gerade nur auf die Map gucken. Okay, da ein bisschen links halten, an der Brücke durch und dann sind wir da. Okay, eigentlich mehr oder weniger nur geradeaus. Komm hierher. Ja, ist klar. Geh weg. Sind wir da? Zieh diese Boot aus dem Verkehr. Der ist weg. Ist der weg? Haben wir es oder? Wo ist denn der andere hin? Was? Ich sehe nichts da. Okay. Der hier jetzt auch zerlegt. Ja, geh mir nicht auf den Senkel. Weiter? Okay. Sind wir da? Oder war es das? Ich glaube, wir sind da, ne? Wir haben es geschafft, oder? Ja. Good shooting, my friend. You're a real proper grade A lunatic. Well, thank you. See you around, Tommy. Okay, Mr. Lance Vance Dance. Tschüss. 10.000! Für das bisschen!
Trainingsanzug bei Jogbot in Cylertown. Oh, wie cool, ein Delfin. Ja, warte mal. Okay, cool. Ist das Schildkröte hier vorne? Sag mal, wieso gehst du? Ich wollte was austesten. Alles gut, weiter. Ja, wir haben auf jeden Fall Minimum. Wir haben sogar keine Mission mehr auf Dias, okay? Also ich bin froh, dass diese Mission auch weg ist, weil das war auch so eine Nervmission, die mir auch irgendwann mal auf den Sack ging. Aber okay. So, wir brauchen, wir müssen dringend mal wieder rüber und wir brauchen dringend ein Auto, vor allen Dingen. Oh, gib mir. Das ist der große Nachteil der GTA Vice City, weil du kommst nicht. So, ich muss mal kurz hier rüber, weil ich brauche ein Auto. Ich hätte auch nicht gedacht, dass wir das ohne Probleme schaffen, die Mission. Ich dachte mir, ja, da brauchen wir schon ein paar Versuche. Sie sagte ich ja, nicht das Rennen. Aber es ist das Rennen gewesen und wir haben es geschafft, sogar beim ersten Mal. Wir haben viele Missionen mittlerweile beim ersten Mal geschafft, wo ich wirklich meine Probleme hatte. Aber es werden noch ein paar Missionen kommen, wo wir ein paar Mal fehlen werden. Da gehe ich mir ziemlich mal von aus. So, gut, dann gehen wir mal auf die Karte. Und da wir jetzt keine D-Mission mehr haben, ich überlege gerade, Colonel, ich habe keinen Bock auf Avery, muss ich zugeben. So. Ich habe keinen Bock auf Colonel, auf Avery. Avery hat immer so Scheißdinger drauf, ich habe keine Ahnung, was der als nächstes hat. Auch hier die Mission mit dem... Und ich weiß auch, welche Mission wir in der letzten Folge als erstes hatten. Und zwar die mit dem Heli, wo wir die Typen da wegholen mussten, wo die Kohle wiederholen mussten. Die hatten wir als erstes. In erster Linie versuche ich halt immer mit zwei Missionen pro Folge zum reinzuhauen. Aber es klappt halt nicht immer, ne? Manchmal sind das auch Missionen, wo ich mir denke, ah, scheiße. Also wir werden uns mit dem Spiel noch ein bisschen beschäftigen, sagen wir es mal so. Aber es ist halt, ich feiere es halt, es ist geil, es macht Laune. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich. Und werdet, oh, geh mich auf den Sack. Und ja, werdet genauso an eure Kindheit erinnert. Das wird auch die letzte Mission sein, die ich jetzt mache, weil ich muss da noch mich langsam, so, muss ich was essen und fertig machen und muss ich auch mal zur Arbeit. Ich mache das ganze Ding nur als Hobby. Also ich bin kein Profi-YouTuber und alles. Ich kann davon, ich kann eh nichts, ich verdiene nichts. Aber ich glaube, ich weiß, welche Mission jetzt als nächstes kommt. Ah, gib mir auf, sag mit dem Scheiß Anruf. Yo, Tommy, it's Lance. Yeah? Oh, nice to hear from you, Lance. Nee. Come on, man, be cool, be cool. I'm in the middle of something. What do you want? Nothing. Just to say, you know, look, Tommy. We can do this thing. You and me, no problem. You know what I mean? We're going to have to do it. Because otherwise, we're going to be dead, Lance. We're in too far now. But thanks for the call. Speak to you later. So, dann geht's damit weiter. Und zwar zu Befehl, Sir. I would like to meet you again. Is that a good thing? Of course. Although I'm starting to think that Diaz was responsible for our unfortunate loss. What makes you say that? One does not wave accusations at a man like Diaz. I'm merely thinking out loud, no matter. Proposal that you could profit. I don't have time to run more errands, Cortez. I would have thought a man with such dangerous dates would be hungry for opportunities. Please, Tommy, at least hear me out. Go on. I have a buyer for a piece of military hardware that is being taken to the house. Pick it up for me. And once you get it, I want you to call me immediately. Besorge das Militärgerät. Was ist das für ein Militärgerät? Hä? Was ist ein fucking Militärgerät? Was will der jetzt von mir? Das kann nur wieder irgendein Unfug sein.
Natürlich. Ich leg mich doch im Sack. Glück gehabt. Bewegt sich das Ding hier überhaupt oder was? Wo müssen wir denn da hin? Da oben. Ach, die Mission ist das. Okay, ja, 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 ich erinnere mich. Ich erinnere mich an diese Mission. Okay. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich an diese Mission. Ja gut, okay, das passt doch perfekt rein. Wenn wir die relativ zeitnah hinbekommen, ist das kein Problem. Denn wir müssen einen Panzer klauen. Und zwar findet einen Weg. Kleiner Tipp für die Leute, die es vielleicht versuchen wollen. Nein, es bringt nichts, die Typen da wegzuschießen. Es bringt nichts, die Typen wegzuschießen. Also quasi, selbst wenn er die weggeschossen bekommt, werdet ihr wahrscheinlich nicht mit dem normalen Auto, kommt ihr nicht in den Panzer rein, weil der abgeschlossen ist, mehr oder weniger. Ihr müsst also einen kleinen Moment warten. Ihr müsst ein bisschen Geduld haben. Wir müssen das Ding jetzt erstmal gerade ein bisschen aussitzen. Aber alles ist gut, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ist es jetzt. Moin! Und tschüss! Wir müssen jetzt gucken. Ernsthaft jetzt? Nicht wirklich, oder? Nicht wirklich, oder was? Ich weiß nicht, worauf ich gerade festhänge. An dem Auto? Ernsthaft? Ich bin da. Was bin ich festgehangen? Och Mann, oh. Adam, was bin ich festgehangen? Ich komme nicht raus. Ja, ja, ist gut jetzt. Also, ihr müsst die Nummer aussitzen ein bisschen. Keine so also von daher. Super, ey. Ich weiß nicht, worauf ich da festgegangen bin, an dem scheiß Auto oder was? Dass ich nicht weiter kann. Ich muss jetzt sowieso gleich noch mal was futtern. Nur noch schnell mich fertig machen. Da geht's auf zur Arbeit. Aber wie gesagt, ich werde noch ein bisschen versuchen, noch mit zu schaffen, die Videos dazwischen einzuladen. Vor der Arbeit, dann passt das auch von der Zeit her. Ich bin erst um 10:30 schon. Oh. Moin. Ja, ja, finde einen Weg, den Panzer zu kriegen. Also, wie gesagt, ihr sitzt das ganze Ding aus, warte, bis der anhält und dann klaut er. Wie gesagt, wenn ich nicht im Auto festgegangen wäre, es kein Problem gewesen.
Wir werden jetzt hier an dem Donutladen halten, hier rechts. Go get some donuts, soldier. Sir, yes, sir. Convoy, halt. Moin, Sven, ich muss mal was holen. Ach ja, geh mir nicht auf den Sack. Ich weiß nicht, was der Helikopter da, was das Auto gerade, beziehungsweise der Polizist gerade wollte. So, fahr den Panzer in die Garage. Ernsthaft? Tschüss, Kopf. Tschüss. Upsi! Da war noch ein Soldat drin, glaube ich. Egal, geht nicht mehr. So, haben wir es geschafft. So, dann haben wir das Ding auch. Dann fahren wir kurz zurück zum... Wir brauchen dringend eine Immobilie. Wie viel haben wir denn überhaupt im Konto? 24.000. Wir brauchen dringend ein Haus. Wir müssen irgendwas kaufen hier oben. Weil, ich habe sonst keine Möglichkeiten, irgendwas... Ich wollte irgendwo zu speichern. Haben wir nicht irgendwo eine Immobilie hier oben, wo wir ein bisschen was kaufen können? Gibt es hier nicht irgendwas in der Nähe? So, dann kaufen wir, fahren wir das. So, dann fahren wir zurück. Also, wir brauchen dringend eine Immobilie. Wir haben bestimmt auch eine Immobilie, die aber ich weiß doch, wo eine ist. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe. Warte mal. Ich weiß doch, wo eine ist. Oh, das war natürlich nicht beabsichtigt, aber ich weiß. Warte mal, wenn die nicht allzu teuer ist. Ich will nämlich eine der ersten Immobilien, die ich kaufen will. Ist hier oben und zwar hier rechts. Wenn ich aber weiß, auch nicht, ob die so teuer, die zu teuer ist. Ich frage, was kostest du? Wenn du mehr als die paar Millionen tausend, na super, ich kann es natürlich noch nicht kaufen. Ich will aber eigentlich gerne mal ein, das kann doch nicht sein, dass ich nicht kaufen kann. Habt ihr knüppelt euch ja wieder? Tschüss. Scheiße, das Ding, dass ich noch keine Immobilien kaufen kann. Aber ja gut, ich muss wahrscheinlich noch ein bisschen weiterkommen im Spiel. Aber ich glaube, hier hinten ist noch eine, wenn ich es richtig im Kopf habe. Da werden wir die nämlich jetzt kaufen. Als erstes dann meine ich, oh, dann brauchen wir nicht immer zum nach links zurückzufahren. Der Washington Beach zurückfahren. Ja, mit einer Scheißkarre. Warum auch immer ich jetzt gerade irgendwo... Okay, why not? Warte mal, die ist hier hinten irgendwo. Weil ich jetzt richtig im Kopf hab. Und dann machen wir Feierabend für heute. Dann sind wir nämlich durch. Und dann gucke ich mal, ob ich heute noch Bock, ob ich heute Abend noch mal Bock hab. So, warte mal, wo waren die? Die war hier rechts irgendwo drin, ne? Ach ja. Die war nämlich hier oben. Wenn ich es, wie gesagt, noch in Erinnerung habe, aber ich glaube, so teuer ist sie nämlich nicht. Jetzt gehe ich auf den Sack. Hier ist sie nämlich. Hast du mir jetzt...
Ich wollte nämlich das Gebäude kaufen kurz. Dieses Gummelcheck gekauft. Für 1000 Dollar außerhalb einer Mission kannst du dann Spiel hier umsonst speichern. Das wollte ich nämlich jetzt auch machen. Dann brauchen wir nicht immer wieder zum Startpunkt zurückzufahren, sondern wir werden uns. So. Das Ding holen. Wir haben eine Immobilie gekauft. Wir haben in der letzten Folge einen Panzer geklaut. Ja. Und wir haben einen Rennen mit einem Boot. Ja. Gewonnen. Wie auch immer. Und Boote und Hubschrauber und alles ausgeschaltet. Gut, ich bin mal raus heute. Wir sehen uns wieder morgen. Wahrscheinlich, vielleicht, wie auch immer. Ich weiß nicht, welcher Tag das ist. Um 14 Uhr auf jeden Fall zu Let's Play GTA Vice City. Bis dann, tschüss.